Simplon, 8.200 Euro. Aber alles an diesem Fahrrad hier ist einfach nur geil. Das fängt an beim Rahmen und der Rahmen ist komplettes Carbon. Genau, und das ist der Senko-Rahmen, der jetzt bei den so vielen Tests mit sehr gut abgeschnitten hat. Den kennen wir ohne Schutzbleche und Gepäckträger. Da hast du mal auch schon mal gefilmt, also mit richtigen Mountainbike-Bereifungen. Und jetzt kommt das Rad mit Schutzblech, Gepäckträger und mit solchen Bereifungen. Die Supermotorreifen von Schwalbe. So, Schwalbe Supermoto heißen die. Genau. Ja. Du kannst gerne zeigen, wie breit die sind. Ich weiß nicht, ob man das im Video erkennt oder nicht. Genau, wenn du mal gerade so ich irgendwie... Zollstock. Das halten wir daneben, damit die Leute sehen, wie breit die Reifen sind. So, 7 cm breit. Oder 7 cm, genau. Krass. Also das heißt, die liegen und du kannst die ja auch mit etwas weniger Druck fahren, oder? Ja, kann man machen, aber muss man nicht. Also es ist ja wie bei einem Motorrad, die Supermoto wird ja auch mit Rennbereifung gefahren. Ja. Ist einfach für die Straße gedacht. Hat ja, ich dachte jetzt hinten, ja. Wenn du also hinten etwas mehr Komfort haben willst, kann man könnte man machen. Mit Treiber auch fahren, statt 10. Könnte man machen. Könnte aber man machen. Es ist jetzt nicht das klassische Fatbike, wie man es kennt mit diesen Riesenreifen, sondern es ist schon noch ein Stadtrad. So, jetzt, stopp, ganz kurz, bevor wir jetzt mal anfangen und über die Details gehen. Das Fahrrad hat alles. Also da ist wirklich, wir haben Bosch Performance CX, vierte Generation. Wir haben, ich glaube, eine Handfertigung in Deutschland. Das Ding wird in Österreich, wird in Österreich von einer Person zusammengebaut. Ganz genau, von einem Meister, der dann auch seine Unterschrift am Ende gibt. So, das Ganze ist hier in der Ausstattung absolut High-End. Also absolut High-End. Ich glaube, noch eine Sache dazu kann man bestellen, was wir nicht bestellt haben. Das ist ein Fernlicht. So, also oder halt eine absenkbare Sattelstütze, wenn noch möglich. Kann man auch noch nehmen bei denen, genau. Also die zwei Sachen haben wir dazu noch nicht genommen, aber die können also wir auch. Fangen wir an. Vielleicht mal bei den simplen Sachen. Ja, man hat also nichts Schlimmeres genommen als eine DT Swiss Felge. Also eine der besten Felgen am Markt. Genau, und auch die H552 ist auch eine der hochwertigsten, die Hybrid-Reihe. Also die ist sehr, sehr gut. 29 Zoll. Also das ist jetzt kein Fahrrad mit 27,5 Bereifung, das sind 29er. 29er, für große Menschen auch geeignet. Hier hat man eine enorme Vorspannung, hier ist ein ganz spezieller Riemen drin. Ich nehme an, der ist aus Carbonfaser. Genau, der Gates-Riemen, ja. Der ist hier verbaut mit der Verbindung einer Rohloff-Schaltung und nicht die normale, sondern die elektrische. Die elektrische. Mit 560 oder 70% Übersetzung. Das heißt, ich kriege auch Geschwindigkeiten um die 60 km/h, 70 km/h ohne Probleme hin mit dieser Schaltung. Wir machen es mal an. Ja, bitte. Viele kennen es ja von unseren anderen Videos, aber viele kennen es vielleicht noch nicht. Es ist schon an, genau. Vielleicht hast du das Mikro unten, dann können die Leute ja, das... Ja, und das Geile ist die Integration dieser Schaltung. Elektrisch wird geschaltet. Ich kann auch beim Stehen schalten und ich kann auch alle Gänge auf einmal schalten. Drück drauf und jetzt. So, das Ganze wird sogar im Display von Bosch angezeigt. Das genau. Ist nicht neu, das gibt es schon länger, aber es ist perfekt. Es ist perfekt. Also Bosch und Rohloff haben in der Kooperation und da haben sie so eine Schnittstelle, wo das Ganze dann auch auf dem Bosch-Display, egal welchen Display, dann auch angezeigt wird, in welchem Gang ich fahre. So, sauberes Design. Hier ist der Range-Extender direkt eingebaut. Genau, also wir haben die Akkuabdeckung drauf gemacht, weil viele doch einen Zusatzakku haben wollen. Da haben wir auch gezeigt, empfehlen wir die von E-Bike Vision, weil die einfach ein bisschen kantiger sind, schöner als der Bosch-Akku. Und dann hast du 1100 Wattstunden. Das ist jede Menge. Okay, das heißt, es hat eine Reichweite, denn plus minus 30 Kilometer mit beiden Akkus? 140, 150. Auf voller Stufe. Auf voller Stufe. Ich sag mal, ich krieg's. Ich krieg also wenn jemand mit beiden Akkus nur 30 Kilometer schafft, dann... Ja, ich weiß, geht also geht also im extremen Modus, ja, wenn auch ich bergauf. Nur bergauf, dann schaffst du, glaube ich, 30, 35, 40 Kilometer. Wenn es extrem, nur mit bergauf. Dem 600er, ja, nur genau. Mit einem 600er, das ist noch ein 500er dazu. Also ja. Du bist, auch wenn du 180 Kilo wiegst. Das, okay, das heißt, du kannst Vollgas die ganze Zeit fahren, kannst 70, 80, 100, über 100 Kilometer fahren. Meinst du 100 km/h oder 100 km Reichweite? Reichweite. Reichweite, ja klar. Also 100 km wirst du dann ohne Probleme schaffen. So, also das ist jetzt wirklich die Speerspitze, die da ist. Das werden ja Leute sagen, naja, 8.000, Preis nochmal? 8.200. 8.200, aber es ist wirklich ein Fahrzeug, wo du die nächsten, ich sag mal, 10 Jahre Minimum Spaß haben wirst, oder? Das ist halt für Liebhaber, die auch auf Technik stehen, die auf was Geiles stehen, auf etwas, was wirklich... genial gemacht und das ist dieses Senko. Das gibt es auch in komplett schwarz, matt, hatten wir auch gehabt, ist leider verkauft. Ich habe gehofft, dass du ein bisschen früher kommst aus dem Urlaub, aber leider warst du nicht da. Aber rot ist auch okay. Aber der rot-schwarze ist auch super beliebt. Wir hatten davon ungefähr 10 Stück und 4, 5 sind schon bis jetzt verkauft, gell?
sieht man. L und L haben wir noch und M haben wir auch noch eins. Rohloff E14, genau. Und bei den Bremsen Full XT. Full XT. Also das vorne haben wir sogar die mit Ice-Tech, das heißt mit diesen Kühlrippen. Gut, die vorne hat die höchste Belastung, da macht das Sinn. Genau. Und natürlich auch Achse. So, Gabel, eine Sandtour-Luftfeder. Eine Sandtour-Luftfeder, viele sagen, eine Sandtour, wieso keine Fox? Deswegen, Fox bietet sowas gar nicht an. Das heißt, da hat man ein quasi Schutzblech dran montiert. Gut, also das funktioniert hier. Das ist nicht vorgesehen bei Fox, oder wie? Das ist nicht vorgesehen und das ist halt die hochwertigste Gabel, die es auf dem Markt gibt, die dann das Ganze möglich macht mit einem Schutzblech. Und Sandtour, wenn die Leute sagen, naja, Sandtour, das kenne ich aus dem günstigen Bereich, die bauen absolut alles, oder? Die bauen absolut alles. Sandtour ist so wie VW. Die können alles, aber VW kann nie in den Premium-Segment reinkommen. Die brauchen halt andere Marken, um in diesen Premium-Segment reinzukommen. Und Sandtour ist genauso. Die haben einfach das Image von einem absoluten High-End-Net, aber die Technik haben sie ohne Probleme drauf. Die produzieren ein paar Millionen Dämpfer pro Jahr. Sieht man auch die Bremsanlage, der absolute Hammer, oder? Genau, Shimano XT, 4 Kolben. Also es gibt dann nur noch die XTR, die sich aber nur im Gewicht unterscheidet. Ansonsten ist das die beste Bremse von Shimano. Ja, Integration des Motors, mehr Luft kann der Motor gar nicht kriegen. Auch der Lenker aus Carbon? Carbon, wollte ich auch sagen. Hier, auch Carbon. Sattelstütze aus Carbon? Auch Carbon. Echt? Nee, mach mal. Krass. Willst du mal eben? Nee. Gut. Ich glaube es ja, es ist leicht. Aber geil ist auch wie der Motor hier, der ist komplett im Fahrtwind drin. Das heißt, der hat keine Abdeckung davor, gar nichts, der hängt also perfekt. Nee, den haben die sehr schön integriert. Auch auf der anderen Seite haben sie noch so eine schöne Abdeckung drüber. Also vor allem das Magnesium mit Bosch Generation 4, der ist auch super leicht und dann ist auch schön gekühlt. Ist jetzt nicht reines Magnesium, oder? Eine Magnesiumlegierung, definitiv. Danke, okay. Ja. Ich habe schon Angst bekommen. Das ist, wenn es regnet. Komm mal gucken. Ja, toll. Also ich bin total begeistert, aber es geht noch weiter. Die Lichtanlage auch da vom Feinsten. Supernova haben wir drauf. Wenn ich mich nicht irre. Nee, ich irre nicht. Nee, wir haben eine Lightmove drauf. Ah, siehst du. Auch gut. Sehr hochwertige 150 Lux. Man kann, wenn man will, auch eine Fernlicht drauf haben. Die rüsten wir dann immer bei uns im Laden. Weil die waren auch, viele Teile waren halt nicht lieferbar. Wenn wir zum Beispiel gesagt haben, die absenkbare Sattelstütze oder hier ein Fernlicht, dann hätten wir einfach 2 Monate länger warten müssen. Dann haben wir gesagt, wir nehmen die Räder, um Licht zu wechseln oder eine absenkbare Sattelstütze ist ja nicht so schwer. Wenn ein Kunde das haben will, dann machen wir das bei uns im Laden. Das hier ist tatsächlich ein Systemgepäckträger. Man glaubt es nicht. Ein Racktime. Aber hier. Der ist so unglaublich gut integriert. Du siehst gar nicht, dass es ein Systemgepäckträger ist. Ja, nee, aber es ist sehr praktisch. Also wenn man dann eben Systemgepäcktaschen hat, dann ist das einfach eine sehr komfortable Lösung. So, normalerweise steht der ja unter massiver Spannung. Das ist auch hier der Fall. Das heißt, also der Riemen muss gespannt werden. Aber da hat sich Rohloff einiges überlegt, damit die Spannung immer perfekt ist. Wie funktioniert das? Ja, wir haben so einen Riemenspanner einfach. Einfach? Ja, dann wird es aber gespannt. Haben wir vorne, hinten und dann kann man den Riemen spannen. Und der Riemen, also die Carbonfasern haben ja den Vorteil, dass sie sich nicht verlängern. Das bleibt so, wie es ist. Also der hält wirklich, also ihr habt wirklich jetzt Tausende von Kilometern. Ich habe jetzt einen Kunden, der hatte jetzt 11.000 Kilometer drauf. Der Riemen war noch in Ordnung. Da haben wir gesagt, fahr mal bis 15.000. Der Hersteller sagt so 10.000 bis 15.000. Wenn er dann 15.000 hat, dann kann er das fahren. Du warst vorhin hier bei dem Gepäckträger und da steht 15 Kilo. Es wird viele Leute geben, die sagen, wir hätten gerne ein bisschen mehr. Kein Problem. Ich kann auch den großen Gepäckträger von Racktime hier drauf machen. Das ist vorgesehen, hatten wir letzte Woche für einen Kunden da. Und dann kann ich sogar... Achso, es gibt ja noch mehr Punkte, oder? Genau, dann kann ich sogar 20 Kilo tragen. Okay, das heißt, der hält nicht nur an der Stelle und auf dem Schutzblech, sondern zusätzlich noch hier vorne. Ich sehe gerade durch Zufall, die Kundin hat auch eine Rolloff, die hat das vor... Ich glaube, 10, 12 Jahre bei uns gekauft. Die Speed Hub, das können wir zeigen. Nein, der weiße Motor. Das ist ein Mountainbike. Ja. Das ist kein Motor. Das ist die gleiche Schaltung, halt ohne dieser elektrische. Aber du siehst es, damals gab es den Riemennet mit Kette. Der Speed Hub. Ziemlich lustig. Halten und halten. Der müsste jetzt ungefähr 10 Jahre alt sein. Ja, das ist Hightech. Das ist, glaube ich, so die Rohloff-Narbe, glaube ich, ein Planetengetriebe drin, oder? Nee, das war bei dem anderen. Bei dem Enviolo, das zeigen wir auch heute. Richtiges Getriebe mit 14 Gängen, wo man auch beim Stehen schalten kann. Und das ist einer der wenigsten, also mit Enviolo, wo ich dann quasi einen starken Motor benutzen kann. Weil bei Nabenschaltung muss der Motor immer gedrosselt sein. Und die Rohloff-Narbe, die kann bis 130 Newtonmeter, wenn ich mich nicht irre, entweder 110 oder 130 Newtonmeter
quasi Kraft ab. Und das ist ein Getriebe wie beim Auto? Quasi. Wie beim Auto, genau. Und das ist halt der Vorteil bei diesem Fahrrad, wenn ich das jetzt mit einer Nexus- oder Alphine-Gangschaltung bestelle. Sagen viele, dann ist günstiger, aber die können nur 50 Newtonmeter. Heißt, ich muss den Motor drosseln. Dann kann ich halt nicht so viel. Und hier habe ich halt den E14 und da kann ich die komplette 85 Newtonmeter ausnutzen. Cool. Ja, hier steht's. Ihr habt nicht nur eins, ihr habt unglaublich viele Simplons bekommen, über 100 Stück. Von Simplon haben wir insgesamt über 100 Stück bekommen. Von dem Sengo P-Max mit Straßenbereifung haben wir, glaube ich, jetzt nur noch 5 oder 6 Stück auf Lager. So, die sind da. Also Preis jetzt hier absolut gerechtfertigt, oder? Ja, es sind halt High-End-Materialien, das rechtfertigt dann auch den Preis. So ist das, ja. Ich zeig's mal gerade. Das ist das Label. Nehmen wir kurz mal helft. Da ist es Simplon Sengo P-Max XD. So, ich zeige es mal gerade zum Preis von 8.199 Euro, und ich nehme mal an, das auf Wunsch kann man sogar ein Schloss mit dazu bekommen, was gleichschließend ist zum Akku, oder? Kann man auch noch dazu bekommen. Hier siehst du, hier sind zwei Bohrungen und dann kann man auch hier ein Schloss. Ein Bordeaux zum Beispiel, ja. Ein Bordeaux Big oder ein normales Bordeaux kann man noch drauf machen. Genau, und das wird dann gleich schließen. Das heißt, man hat nur einen Schlüssel für alles, muss das aber dann ab Werk mitbestellen direkt, oder? Ab Werk oder ich bestelle es bei Abus, man glaubt es nicht, aber diese Legierung, wo Schlüssel gefertigt werden bei Abus, die ist sehr, sehr knapp, die kommt auch aus Asien. Ist auch weg. Die können momentan keine Schlüssel herstellen. Und deswegen müsste man ein paar Wochen warten, aber wenn der Kunde sagt, ich warte ein paar Wochen bei den Abus-Schlössern, ich zeig's mal. Viele Kunden haben ein Abus-Schloss und wissen nicht, was sie mit dieser Karte anfangen sollen. Hier ist so eine Karte mit so einem Barcode und da unten ist eine Nummer. Hm. Wenn ich die Nummer bei Abus durchgebe, kann ich dann den Schlüssel bestellen. Das auch 10 super. Jahre später. Okay. Heißt, ich kann den Bordeaux jetzt bestellen und sagen, mit dieser Nummer hätte ich das und dann ist es der gleiche Zylinder. Okay, klasse. So, wir sind bei Switchbike Bornemann. Hier sind wir, ihr habt über 1000 Mountainbikes heute am 16. September vorrätig. Über 1200 E-Bikes. 1200 E-Bikes. Ja. So, aber so die meisten davon sind auch Mountainbikes, hast du schon recht. So ist das, ja. Und die Rufnummer bei dir in Gießen? 0641 34 393. Also mitten im September 2021, ihr habt so viel E-Bikes da, Leute kommen aus ganz Deutschland? Ja, nicht nur aus Deutschland, auch aus Österreich, Luxemburg, die kommen wirklich von überall. Ja, ich habe sogar, interessanterweise habe ich einen Kunden bei uns aus dem Gebiet, dem habe ich gesagt, naja, er hat seinen Wunschrad nicht bekommen, hat bei euch angerufen, er hat sogar abgeholt. Ja. Genau, also wir verschicken sogar nach Saarland. Ist so, aber das gilt natürlich nur für Fahrräder, die man vielleicht nicht kriegt im Moment. Das Wunschfahrrad in der richtigen Größe und so, gar nicht so einfach. Ihr habt unglaublich viel vorgeordert. Das heißt, ihr kriegt dann die Bauplätze jeweils von den Herstellern. Ja, und es geht nicht darum, dass ihr jetzt mehr oder weniger kriegt, sondern ihr kriegt einfach mehr Bauplätze, oder? Wir kriegen einfach mehr Bauplätze. Wir haben einfach mehrere Kontingente, die wir dann bekommen. Viele sagen, ihr habt dunkle Beziehung, haben wir auch noch zusätzlich zu den Herstellern. Und wir haben einfach frühzeitig bestellt, was viele Händler nicht gemacht haben. Ja. Und dann hat alles ausverkauft und dann bekommen halt die anderen nichts. Aber das, was da war, haben wir uns natürlich dann ergattert. Ja, und ihr habt sogar schon für 2024 bestellt. Switchbike Bornemann, der nächst 100 Jahre alt in der Innenstadt von Gießen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Also über 1000, wie viel? 1200 E-Bikes? 1300 E-Bikes haben wir jetzt momentan auf Lager. Danke. Tschüss.